Ja, hallo, hier ist wieder mal der Andi vom Elektrodart-Magazin. Heute bin ich für euch auf dem Berg unterwegs mit Klickpedalen, aber auch mit Flatpedalen. Und natürlich habe ich zwei Räder mit dabei, ein E-Tracking-Bike und ein E-Mountainbike. Und dann schauen wir mal, wo der Einsatzbereich für die jeweiligen Pedale ist. Kommt einfach mal mit! So, jetzt bin ich im ersten Schritt mal mit einem E-Tracking-Bike unterwegs. Das ist jetzt ziemlich potent, also das ist perfekt für bergauf, bergrunter, Forstwege, Radwege und so weiter. Früher hat man für einen effektiven Tritt, um auch Kraft zu sparen, gerne Klickpedale genutzt, auch für so Tourenräder. Heutzutage ist aber ein Motor drinnen und der nimmt wirklich sehr, sehr viel Muskelkraft weg, je nachdem, welche Unterstützungsstufe man hat, und dafür benötigt man eindeutig keine Klickpedale mehr. Das Schöne ist, mit den flachen Pedalen und den passenden Schuhen dazu, die auch wirklich einen schönen Grip unten haben, hat man dann wirklich einen tollen Kontakt zum Pedal, immer noch einen schönen runden Tritt und es braucht nicht mehr so viel Kraft. Ja, gleich noch einen Sicherheitsaspekt dazu. Mit den Flachpedalen und den passenden Schuhen dazu kann man auch nicht mehr eingeklickt vom Fahrrad fallen. Also das ist schon mal ganz gut. Und das andere ist noch, wenn man auf Tour unterwegs ist, was ja oft mit solchen Rädern passiert, und man mal Hunger hat, in den Supermarkt oder Café geht, dann klackt es auch nicht mehr. Viele von euch kennen das noch durch die Cleats unten am Schuh, dieses Klackern in die Läden rein. Das ist dann einfach weg. Und ja, das sind definitiv schon mal wichtige Benefits, um mit Flachpedalen und mit den passenden Radschuhen unterwegs zu sein. Ja, egal welcher Untergrund, ob das jetzt halt Teer ist oder hier schon Schotter auf dem Feldweg, es tritt sich wirklich super angenehm, auch mit Flatpedalen und den passenden Schuhen dazu. Und wisst ihr was, was ganz, ganz Tolles ist, wenn ich anhalte, ich kann ganz entspannt absteigen. Es ist kein Problem mehr, hier vom Pedal zu gehen. Und mit den Klickpedalen war es öfters dann auch so, dass man mal umgefallen ist und sich einen Ellenbogen aufgeschlagen hat. Ja, und das, wie gesagt, auch unterm Fahren ein wichtiger Grund, mit Flatpedalen auf E-Tracking-Rädern unterwegs zu sein. Wow, okay, jetzt sind wir auf jeden Fall in einem komplett anderen Bereich unterwegs. Und da habe ich jetzt das EMTB dabei und jetzt schauen wir mal, wofür Klickpedale in dem Einsatzbereich gut sind, aber auch die flachen Pedale. Okay, dann kommen wir wieder mit. So, jetzt fahre ich auf so einen entspannten Trail, da sind die Flat Pedals wirklich perfekt. Wenn wir jetzt in so einen leicht technischen Bereich reinkommen und ich mal schnell absteigen muss, ist es mit Flat Pedals um einiges leichter, als mit den Klickpedalen auszuklicken und dann einen festen Stand zu haben. Somit, wenn ihr versucht, neue Sachen auszuprobieren, testet erstmal mit Flat Pedals, kommt da locker rein und arbeitet Schritt für Schritt ran. So, der nächste Schritt wäre jetzt, dass ihr genau die Passage, wo ich jetzt gerade angehalten habe, dass ihr die x-mal flüssig durchfahren könnt mit Flatpedals dran und dann kommt der Schritt zum Klickpedal. So, jetzt bin ich mit Klickpedalen unterwegs und es macht wirklich viel Spaß. Es ist extrem kräfteschonend. Wichtig ist aber, dass ich weiterhin ausklicken kann, denn dann kann ich mich über die Passage mal so richtig freuen. Ja, jetzt haben wir das gleiche wie beim Bergrunterfahren. Ich habe jetzt lieben gerne erstmal meine Flat Pedals an, denn ich kann unglaublich schnell vom Pedal absteigen, wenn es nicht mehr weitergeht. Wenn ihr das jetzt öfters macht, mehr mit Flat Pedals berghochfahrt und dann immer besser werdet, von der Technik immer sauberer, dann zieht mal die Klickpedale an. Denn dann habt ihr viel mehr Effizienz beim Hochtreten und ihr könnt richtig schön am Pedal ziehen. Und das zeige ich euch jetzt gleich. So, jetzt beim Berghochfahren mit Klick, das ist ziemlich cool, weil ich kann auch ziehen. Also nicht nur drücken, sondern auch ziehen und kann diese technische Passage jetzt einfach hier hochziehen. Zack, zack und hopp, 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 hopp. Und natürlich wieder ausklicken, denn jetzt kann ich mich auch über die Passage hier freuen. Das wirklich Gute ist, ich kann drücken, ich kann ziehen und kann noch mehr Power in das Rad reinbringen, dass ich noch dynamischer und sportlicher so eine Passage hochkomme. So, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich der eine oder die andere in der einen oder anderen Situation wiedergefunden hat. Und das eine möchte ich euch liebend gerne mit dazugeben. Nutzt das Material, wo ihr euch wirklich sicher fühlt. Zum Einstieg ist es ideal, mit Flatpedal-Schuhen und Flatpedals, also flachen Pedalen, mit Pins unterwegs zu sein. Und wenn ihr dann die Passage bergauf sowie bergrunter wirklich
sicher innehabt, die souverän mit einem guten Gefühl fahren könnt, dann macht den nächsten Schritt Richtung Klickpedale und Klickschuhe, aber natürlich auch nur dann, wenn ihr da noch schneller drüber fahren wollt, noch effizienter, energieschonender und mit noch mehr Power den ganzen Bereich durchfahren möchtet. Und natürlich auch für ganz, ganz lange Abfahrten im technischen Bereich sind Klickpedale um einiges besser, aber die müssen beherrscht werden. So, das war's schon mal wieder. Ich verabschiede mich mit dem wunderschönen Ausblick hier und bis bald, euer Andi.